Am Flughafen Zürich sind Werke vom Fotokünstler Hannes Schmid ausgestellt. Bei der Eröffnung ist sogar der Flughafen-CEO Thomas Kern höchstpersönlich dabei. Der Flughafen Zürich dient als offizielle Außenstelle für die Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Das Ziel der Ausstellung ist, einem geschäftigen Treiben am Flughafen ein bisschen die Geschwindigkeit zu nehmen. Man hat ja den Eindruck, es ist wahnsinnig hektisch am Flughafen. Es ist manchmal auch ein bisschen anonym. Und mit dieser Ausstellung wollen wir auch zum einen einen Beitrag an die Kultur und Kunst leisten und unseren Besuchern und Kunden und Passanten die Möglichkeit geben, einen Moment reinzuhalten und einen Moment vielleicht über etwas zu sinnieren und nicht nur durchzurennen. Auf der Landseite ist das Thema «The Final Run». Zeitlupenaufnahmen auf grossen, durchtrennten Leinwänden sollen dem hektischen Alltag am Flughafen entgegenwirken und für Entschleunigung sorgen. Und das ist gar nicht so einfach an einem Ort, wo die Zeit allgegenwärtig ist. Das hat auch der Zürcher Künstler bei der Konzeption feststellen. Da innen hat niemand Zeit. Man kommt zielstrebig rein, man geht zielstrebig weiter. Das ist ja auch ein Transitort. Und man ist zielstrebig, man ist eingenommen, entweder vom Einchecken oder auch vielleicht aufgeregt, dort, wo man hinfliegt. Und ich glaube, das ist eine meiner grössten Ernüchterungen, oder? Weil man das natürlich im Kopf hat. Man stellt das im Kopf her, man hat Pläne, man arbeitet monatelang daran. Und dann stellt man das einfach neu mit rein, wo man nicht mehr alleine ist. Abgelenkt von Shops, Bars und von der bevorstehenden Reise ist es umso schwerer, die Besucher abzufangen. Auf der Luftseite klingt das dank einem grossen Plakat mit roten Plastikstühlen. Sie symbolisieren die Zuschauerränge von einer Oper. Die echten Stühle sind einen Stock tiefer ausgestellt und werden auf dem grossen Plakat wiedergespiegelt. Diese Stühle sind ein Teil vom Thema «For Gods Only», also nur für Götter. In der Installation der Oper ist es eigentlich eine Darstellung, dass die Oper immer aufgeführt worden ist, nicht für Menschen, für Götter, Geister und Deities. Und das sind Besucher und die sitzen in diesen Stühlen. Die sitzen auch in dem Flughafen an diesen Stühlen. Darum dürfen die Menschen ja gar nicht Platz nehmen. Und im oberen Teil ist es eigentlich eine andere Philosophie. Es zeigt auch ein bisschen unsere Vergänglichkeit. Es zeigt, dass wir heute eine Konsumgesellschaft sind, aber dass dann in diesen billigen Plastikstühlen, und die kosten wirklich nicht mehr wie 4 Franken Stück, dann sich auf einmal Geister, Götter und Deities bewegt. Dass eben die Traditionen zusammengeführt wird, das Ursprüngliche, das zeigt eben auch die Vergänglichkeit. Für den Thomas Kern ist neben dem Kunstwerk und den transportierten Themen aber noch etwas ganz anderes einzigartig an der Ausstellung und an der Person von Hannes Schmid. Es hat ja eigentlich 3 Elemente. Es hat die Idee, es hat am Schluss das Produkt, das Kunstwerk. Und was mich am meisten fasziniert, ist der Weg von der Idee, der beharrliche, visionäre Weg von der Idee zu dem, was wir heute sehen. Und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, das ist sehr beeindruckend. Und das hat viel auch, ich sage für einen Manager, der ja muss eine Vision umsetzen muss, hat das sehr viel, sehr tiefen Inhalt, wo man viel davon lernen kann. Umfassende Informationen zur Ausstellung in verschiedenen Sprachen kann man sich vor Ort über einen QR-Code aufs Handy laden. Die Ausstellung von Hannes Schmid lädt noch bis am 24. April zum Anhalten und Entschleunigen ein.